Ich glaube, das hier kann ich alles verkaufen, oder? Zwei Riesenperlen. Mini-Pilze. Guck mal hier, Alter. Sternenstaub. Was ist das alles? Steinknochen. Fette Nuggets. Meteoriten oder Sternenstücke. So, dann schau mal, was du hast. Das ist doch eher meine Liga hier. 115, nee. 50 davon. Pokebälle. Ich kaufe hiervon mal 20. Ich verkaufe die schon mal nebenbei als Vorrat, wenn meine Pokebälle alle sind. Hiervon 114, das sind genug Tränke. Hätte ich gerne mal 50. Also wie gesagt, ein bisschen Geld brauche ich ja noch. Beleber, oh mein Gott. 11 Beleber, scheißegal, ich kaufe die alle. Das ist mir Wurst gerade. Alle rein damit. Okay, ich muss nach Route 5. Hierher. Das heißt, rechts muss ich irgendwo raus. Komme ich hier raus? Also komme ich hier raus oder... Da liegt da was. Ah stimmt, hier stand einer. Der hat gesagt, die haben irgendwas verwüstet oder sowas. Ah. Ich habe das Bild von dem in meiner Liga-Karte drin. Denn ich bin der Kameramann. Oh, ein echter Trainerkampf. Oh, das Feuer brennt in seinen Augen. Ah, das ist jetzt nicht... Ah, das ist interessant. Ich glaube, in den vorherigen Editionen war es immer so, dass wenn so welche zwei dich quasi dir begegnet sind, waren das einfach nur ein Team. Haben als ein Trainer gezählt mit zwei Pokémon. Jetzt sind es halt zwei Trainer mit jeweils einem. Das ist, das finde ich sehr cool. Sehr effektiv gegen Scott? Ach nee, sein Vier heißt so. Also sein Vier ist Klick. Ich dachte, Scott, was sind das für ein Pokémon, Alter? Ja, der andere kriegt Biss ab. Vielleicht schreckt er Zeug? Wer weiß? Wer weiß? Und weg ist er. Das war Nummer 1. Sorry, das war Schluck auf. Ich meine, die sind jetzt schon Level 18, aber ich bin halt völlig overlevelt, glaube ich. Warum greift er nicht den anderen an? Wasserflug, das hätte was genützt, aber... Weißt du was? Ich tackle den. Einfach nur aus Prinzip tackle ich den jetzt. Volles Programm, Tackle auf den. Sehr gut. Kranowitz. Was für ein Potenzial. Ich weiß nicht mehr, welche Generation das war. Da gab es auch so Interviewer. Und dann konntest du halt auswählen, was du für Stichwörter zu denen sagen wolltest. Und dann haben die das in den Nachrichten gezeigt. Du leuchtest. Ist das ein... Nicht Maschok, wie heißt es? Schweine... Karate-Schweinemonster? Ich habe keine Ahnung. Sieht halt echt aus wie ein Teddybär, einfach nur. Das ist nicht nett. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Oh, das war mein... Oh, mein Genick. Uiuiui. Sehr effektiv. Jetzt wird's unverschämt. Boom!
Ja. Okay. Schaffe ich es ihn jetzt? Das hat absolut nichts gebracht. Ich schaffe es ihn nicht mit einem Mal zu töten, deswegen... Probier ich es damit mal aus. Kranowitz. Das ist sehr effektiv. Okay, Stein scheint eine Schwäche von Fug zu sein. Das war mir nicht bekannt. Beziehungsweise das hatte ich nicht mehr in Erinnerung, wenn das der Fall war. Ich hätte gern wieder Fliegen mit Garados. Das war immer noch das Beste. Ich weiß nicht mehr, welche Edition es war, aber irgendein Garados konnte dort fliegen. Ich gehe lieber auf Nummer sicher bei dem hier. Ein Glück, dass ich so viele Beleber gekauft habe. Hä? Jetzt haben wir genug. Das da. Was zur Hölle ist das? Das ist nur so ein Ball von irgendwas. Kann ich nicht auch sowas wie Favoriten machen? Sortieren nach Favoriten? Ja, ja natürlich. Wenn ich denn das hier mache, kann ich sagen, sortieren nach Favoriten. Boom. Alle da, wo sie sein sollen. Perfekt. Okay, den kann ich jetzt tatsächlich zu dem geben. Dadurch wird er fast voll. Und kann den Rest hier unten mit normalen Tränken auffüllen. Neat. Das da. Was zur Hölle? Ein Flauschling. Ich sehe schon. Antikraft. Direkt zermanschen erstmal. Kanonen. Einmal Tackle noch. Dann fange ich es ein. Das sollte genügen. Verdammt nochmal. Es ist fehlgeschlagen, ja, super. Es hat sich richtig gelohnt, deine Aromakur oder deine Kur mit besonderen esoterischen Ölen, um Krankheiten vorzubeugen. Es hat fehlgeschlagen. Das fasst es so ziemlich genau zusammen. Top. So, was genau bist du? Fee. Oh, von Fee ist relativ neu. Ist pro Tag verschlingt, entspricht seinem Körpergewicht. Bekommt das nicht genügend Zucker, wird das unausstehlich. Hm. Es ist eigentlich ein riesiger Ball Zuckerwatte. Kann man den nur essen? Kann ich den in mein Team aufnehmen? Ich bin so ziemlich schon voll eigentlich. Ja, ich habe ja noch... Aha, was sehe ich denn da? Nö, 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 nö. Von dem gibt's... Oder ist es schon die Unterentwicklung? Das ist schon... Dass dein Träger unter allen Umständen ausgetauscht werden kann. Ah, das ist wahrscheinlich, wenn ein Vieh überhaupt nicht sterben darf. Ist das weiblich? Wohin genau weiblich? Ich habe mich schon gewundert, dass es so anders aussieht. Ich glaube aber, davon gibt es eine Vorentwicklung. Ah, verhindert's. Fuck. Das wird nicht sehr effektiv sein.
Okay, das heißt, ich muss ihn besiegen. Dann kürzen wir das alles mal ein bisschen ab. Das Pokémon kann nicht ausgetauscht werden. Ich bin also ziemlich am Arsch. Probieren wir es damit. Komm, 5-mal. Ja, 4. Immerhin. Das ist nicht nett. Bodyguard. Ich weiß nicht, ob ich's fangen sollte. Oder ob das so ein eigenständiges Ding ist. Kann ich das nachschauen eigentlich? Kann ich nicht. Ich fang's einfach mal und guck dann im Pokédex nach. Das müsste ja da ziemlich stehen. Wenn es eine Unterentwicklung gibt, dann lasse ich das frei oder fang die Unterentwicklung, lass die Unterentwicklung frei. Oder so. Problem gelöst. Okay, du bist Nummer 217. Hat es angegriffen, pumpt das sich auf. Das ist also die weibliche Version. Na dann. Also. Kerada. Picochilla. Aber Kerada ist eine Weiterentwicklung, das weiß ich. Onix, nee. Wohin genau? Schwer zu sagen, ob das eine Weiterentwicklung ist. Aber ich find's gut, dass ich 99 gesehen habe und 64 davon gefangen. Das ist momentan das Letzte. Das heißt, es gibt mindestens Pokédex-Bewertungen. Okay. Hatte ich das jetzt doch? Hatte ich. Wer bist du? Ha. Kann ich auch... Ah, ich kann auch welche von den Box nehmen. Welche sollen denn mal hochleveln? Schwierig. Schwierig, schwierig. Das hier? Oder? Ja, komm. Und das nächste. Datvi. Einfach so. Habe ich so viel überhaupt noch? Oh Gott. Oh ja, 4000. Einfach mal zwei Viecher. Okay, da gibt's einen Trainer. Die Frage ist, wo geht's nach da unten? Ich bin hier. Da geht's nirgendwo lang anscheinend. Ich stehe hier. Du sollst gegen mich kämpfen. Velursi. Waggon. Naja, Level 17 ist jetzt nicht allzu hoch.
Oha, hat der gerade einen Supertrank benutzt oder einen normalen Trank? Okay, das war ein normaler Trank. Was ein Arschmove. Na dann. Trassler kenne ich. Trassler kommt mir arg bekannt vor, der Name. Ja, genau. Ich glaube, Gardevoir ist der nächste. Der letzte. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Und ab dafür. Ich habe schon gesagt, er wurde besiegt, nachdem er schon weg ist. Ich meine, hä? Wommel. Sag mal dein Wommel. Das ist komische Vieh, was ich gesehen habe. Die Unterentwicklung davon. Das mit dieser ganz spitzen Nase. Ja. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich kämpfe gegen alle. Ist mir egal. Höchstpersönlich. Ich meine jetzt immer in die Pokémon-Pension. Deswegen macht es Sinn, dass hier viele Züchter rumlaufen. Oh, du glaubst, es macht mir ein schlechtes Gewissen, dass du dieses niedliche kleine Vieh selbst mit deiner eigenen, mit deinen eigenen Händen hochgezogen hast? Nie im Leben. Keine Gnade für niemanden. Frobeiler. Ich glaube, davon habe ich die Unterentwicklung sogar. Wenn ich mich... Aha. Ah ja, jetzt schiebt es wieder auf. Oh, ich wusste nicht, was ich machen soll. Du wurdest zerstört, sieh's ein. Na dann, Carpador. Gut, alter Carpador. Das kann ja nichts außer Platscher. Gegen den, ganz ehrlich, ich brauche gar nicht gegen den zu kämpfen. Tackle? Ja, ein HP. Ich bin geschockt. Diese Macht habe ich nicht erwartet. Da liegt was. Ja, das kann ich. Wow. Was haben wir hier? Ich habe von Fee. Fee war, glaube ich, in der 7. Generation oder 6. ganz neu. Ich habe keine Ahnung, was man da nimmt und was nicht. Felswurf ist immer gut. Gerade wenn es nur zweimal trifft. Toll. Oh, viermal. Ah, dreimal recht auf. Das heißt, rein theoretisch hätte ich es direkt mit einem Hit besiegen können, mit einer Attacke.